Die Arbeiterkammer Schwechat veröffentlichte die erfreuliche Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 und gab Einblick in ihre Arbeit, um Probleme für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu lösen. Der Bericht zeigt auf, welche Herausforderungen es gibt und wie die Arbeiterkammer unterstützend eingreifen kann, um die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu wahren. Die Mitarbeiter der AK-Bezirksstelle Schwechat hatten im vergangenen Jahr Kontakt zu beinahe 17.000 Menschen, die hauptsächlich Auskünfte zu arbeitsrechtlichen Themen wie Kurzarbeit, Kündigung, Quarantänebestimmungen und Homeoffice benötigten. In über 8.000 Fällen erhielten die Menschen eine weiterführende Beratung und Unterstützung von AK-Experten. Die gängigsten Anliegen waren Kündigungen, wo sie gekündigt haben, dann hat die Abrechnung nicht gestimmt, die Urlaube haben gefehlt. Ganz viele haben wir letztes Jahr auch gehabt bei der Arbeitnehmerveranlagung, da haben wir sehr vielen Menschen weitergeholfen. Arbeitnehmerveranlagung im letzten Jahr haben wir weit über 700.000 Euro eingebracht. Das war eine exorbitant hohe Zahl. Wir haben zum ersten Mal die Arbeitnehmerveranlagung das ganze Jahr angeboten und das war ein total guter Erfolg. Insgesamt eingebracht auf der Bezirksstelle haben wir über 2 Millionen Euro. Das heißt 2.025.349 Euro ganz genau. Und das war total gut in unserer Region, was wir für die Arbeitnehmer gesichert haben. Und es waren auch die Kinderbetreuung während den Quarantänebestimmungen waren letztes Jahr. Uns im Bezirk haben halt allgemein auch noch die Kurzarbeit. Bis Mitte des Jahres hat uns die Kurzarbeit noch getroffen. Und da haben wir das alles gemacht. Wo sehen Sie momentan die größten Probleme? Stichwort Spritpreise. Naja, die größten Probleme für uns im Bezirk sind durch die Spritpreise aufgekommen, da wir sehr viele Pendler haben. Wir haben Tagespendler von Ungarn und von der Slowakei und sehr viele ihren Job aufgeben haben müssen, weil sie sagen, 100 Euro pro Woche Sprit, das zahlt sich dann nicht mehr aus, dass sie nach Österreich arbeiten kommen. Das ist für uns im Bezirk sicher die größte Herausforderung. Es gibt einige Mythen rund um den Krankenstand im Arbeitsrecht. Hier klärt die Arbeiterkammer auf. Der wohl größte Mythos, der in den Köpfen der Menschen rumschwirrt, ist der, dass man im Krankenstand unkündbar ist. Das ist nicht richtig. Ein weiterer Mythos ist, dass auf einer Krankenstandsbestätigung eine Diagnose zu stehen hat. Das ist auch nicht richtig. Sehr wohl muss aber die Ursache oben sein. Eine pauschale Aufforderung an den Dienstnehmer, zum Beispiel in einem Arbeitsvertrag, eine Krankenstandsbestätigung in jedem Anlassfall vorzuzeigen, ist grundsätzlich auch nicht zulässig. Sie haben bei der Pressekonferenz gemeint, es kann nicht sein, dass man gesund in die Arbeit geht und krank herauskommt. Wie wirkt da die Arbeiterkammer dagegen? Eines dieser Dinge ist natürlich, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich gesund in Pension gehen können. Das bedeutet aber auch, dass die Regelungen wie eine Schwerarbeitsregelung oder eine Invaliditätspension dementsprechend auch angewendet wird. Und da haben wir leider sehr, sehr viele Fälle, über 1.000 in Niederösterreich, wo wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund nicht zuerkannter Schwerarbeitspensionsregelungen oder Invaliditätspensionsregelungen hier keine Anerkennung in der ersten Instanz zustande gebracht haben. Und die Arbeitnehmerinneninteressensvertretung, die Arbeiterkammer Niederösterreich, hat hier den über 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hier auch zum Recht verholfen, damit man nämlich gesund in die Arbeit kommt und auch am Abend gesund von der Arbeit wieder nach Hause. Ein neuer Service der AK ist, dass nun eine Arbeitnehmerveranlagung mit Terminvergabe das ganze Jahr über möglich ist. Darüber hinaus bietet die AK Schwechat in ihrer Bezirksstelle Konsumentenschutz und Wohnrechtsberatung an und vieles mehr. Die Bezirksstellen sind insofern so wichtig, weil wir die zentrale Anlaufstelle sind. Wir kennen unsere Betriebe, wir arbeiten mit den Betrieben sehr gut zusammen. Auch bei ganz vielen Interventionen können wir eigentlich einen Vergleich machen, beziehungsweise rufen einfach in den Firmen an und sagen, das ist ausständig. Und die Arbeitnehmer haben einen kurzen Weg zu uns und wir kennen eigentlich bei ganz vielen Firmen das Umfeld. Und so wissen wir sofort, wie wir da vorgehen müssen und das geht halt so am schnellsten Weg. Die Arbeitnehmerinteressensvertretung, speziell die Arbeiterkammer in den Bezirksstellen quer durch Niederösterreich, steht als erste Anlaufstelle für die Arbeitnehmerinteressen zur Verfügung. Da geht es nicht nur um die Lohn- und Gehaltsabrechnungen, da geht es um die Pensionsberechnungen, da geht es aber auch um die Invaliditätspensionsberechnungen oder vor allem auch um die Vorausberechnungen, wenn es darum geht, vielleicht Altersteilzeit und Dinge hier auch zu machen. Hier ist die Arbeiterkammer mit ihren Juristinnen und Juristen vor Ort und vor allem auch mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Servicestellen die Anlaufstelle Nummer 1 für die Arbeitnehmer in Niederösterreich.